بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eine Religion, die an ihrem wichtigsten Tag in der Woche zum Gebet ruft mit der Aussage Hayya ala al-Falah. Kommt zum Erfolg. Hayya ala mada? Hayya ala al-Falah. Ja, kommt zum Erfolg. Das ist eine Religion. Für wen? Für wen ist diese Religion? Die Religion ist konzipiert worden von dem Schöpfer aller Wesen des gesamten Universums. Damit was? Damit die Menschen, die dieser Religion folgen, was mit ihnen passieren wird? Erfolgreich werden. Nein, nicht das Auto. Erfolgreich auf der gesamten Ebene. Erfolgreich hier drin. Weil dieses Erfolg hier, wenn du hier drin erfolgreich bist, fühlst du dich super. Wir haben jetzt gelernt, dass man darauf achten sollte, dass man sich nicht von außen beeinflussen darf. Es wurde jemand gefragt, wie geht's dir? Er sagte, mir geht's eigentlich immer gut. Hast du keine Probleme in deinem Leben? Ja, klar schon, aber dass es mir gut geht, ich lasse es nicht von den äußerlichen Einflüssen beeinflussen. Ja? Ich lasse mich nicht von den Umständen, die um mich drumherum sind, beeinflussen. Und damit wir das machen, meine Geschwister, es heißt Hayya ala al-Falah. Ja, es heißt, oh, der Islam ist die beste Religion. Das kennen wir alles. Aber das ist die beste Religion, hat die besten Instrumente, hat die besten Überlieferungen. Wir haben den besten Propheten. Wir haben alles best, alles nur superlativ. Aber was uns fehlt, ist die beste Umsetzung. Ja, wir sind robotermäßig geworden. Wenn ihr das merkt, meine Geschwister, unser Unterbewusstsein, wie ihr arbeitet. Er wisst und sieht, der Muadzin, der ruft zum Gebet auf und wenn er fertig ist, dann siehst du, das ist ja auch richtig, aber ich möchte nur darauf hinweisen, ich hoffe, man versteht mich, dann sehen wir, wie die Muslime sozusagen in einer Zeremonie übergehen. Und zwar, diese Zeremonie ist, ich muss jetzt meinen Mitmenschen, das ist nicht bei allen, aber bei manchen Menschen ist das so, nicht, dass mich jemand nach dem Gebet fertig macht. Ja, ich muss jetzt zeigen, dass ich das ja mache. Weil nach dem Gebet, was muss ich machen? Ich muss Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan wasiyatan wal-fadila wad-darafi ya maqam. Das muss ich machen. Das hat man mir beigebracht. Genauso hat man mir beigebracht, Koran zu lesen. Es geht, sagt mir jemand, ja, mir geht's nicht gut, dann sage ich ihm, Bruder, lies Koran. Das ist unser Thema heute, meine Geschwister. Lies Koran. Ja? Ob es immer klappt, wenn du Koran gelesen hast. Im Koran steht geschrieben, das ist was? Eine Heilung ist. Warum ist es nicht immer eine Heilung? Warum klappt das nicht immer? Meine Geschwister, das wissen wir alle, das müssen wir alle wissen, ja, dass wir in diesem Leben wird es immer Probleme geben. Ja? Das ist Tatsache. Also wer sozusagen, ich werde jetzt religiös, damit ich keine Probleme mehr in meinem Leben habe, damit ich immer am Jauchzen bin, der geht falsch an die Sache heran. Wir werden immer Probleme haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen so erschaffen und hat Al-Qadar. Zu seinem Qadar gehört Al-Khilaf. Dass es Schwierigkeiten gibt oder dass es Streitigkeiten gibt, zum Beispiel unter den Menschen. Streitigkeiten nur als Beispiel der Probleme. Die wird es immer geben. Kann sie jemand abschaffen? Wir können die besten Menschen sein. Was sagt der Prophet? Wir sind die besten Menschen. Das waren seine Sahaba. Nach seinem Tod gab es nicht Streit unter ihnen? Oder zu seinem Leben sogar. Gab es nicht Streit unter manchen von denen? Das gab es immer und das wird bis zum jüngsten Tag bleiben, meine Geschwister. Es wird Streit unter Ländern geben. Es wird Streit in Städten geben. Es wird Streit
in der großen Familie geben, in der kleinen Familie, unter den Geschwistern, zwischen Ehemann und Ehefrau. Es wird Streit zwischen Firmen geben. Amazon klagt Facebook, Facebook klagt Amazon, da gehören sie mittlerweile alle zusammen. Weiß man nicht. Ja? Es wird immer Streit geben. Das ist eine Sunna. Das ist etwas, was Allah vorgeschrieben hat. Und die kann keiner ändern. Aber was können wir ändern? Was können wir zum Beispiel in dieser Situation ändern? Wir können oder wir müssen lernen, mit dieser Sache umzugehen. Wie gehen wir mit diesem vorgeschriebenen Zustand des, also des Streitens oder unterschiedliche Meinungen haben zu werden? Ja? Wie? Das ist, was man lernen muss. Nicht, beschäftigt euch nicht damit, ich muss eine super Ehe führen, bei mir muss alles harmonisch sein. Ein Gesetz. Wir sprechen momentan letzter Zeit immer vom Gesetz. Letzte Woche haben wir von dem Gesetz des, der was? Der Vergänglichkeit gesprochen. Das heißt, wenn du diese Woche Probleme gehabt hast und du erinnerst dich an die letzte Predigt, dann hast du sofort gesagt, die Situation, die ich gerade bin, in diesem Streit, in dem ich gerade bin, ist was? Ist vergänglich. Das wird nicht für immer bleiben. Seht ihr? Haben wir ein Problem gelöst. Alhamdulillah, es ist nur vorübergehend. Und was brauche ich jetzt? Was ich jetzt brauche, ist, wie gehe ich mit diesem Streit zum Beispiel um? Aber lasst uns das bitte, meine Geschwister, weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja? Wir müssen lernen, sozusagen an die Themen groß heranzugehen. Dass wir eine Minhajia, was heißt Minhajia? Eine richtige Herangehensweise. Ja? Wie ein Ingenieur. Ein Ingenieur lernt nicht, wie er die feste Seife herstellt. Er lernt dann nicht, wie er die flüssige Seife herstellt. Ein Ingenieur, ein erfolgreicher Ingenieur, dem bringst du einfach bei, in der Lage zu sein, Sachen herzustellen. Sachen. Ja? Das war einfach mal die Herangehensweise, die Vorgehensweise zur Herstellung von verschiedenen Sachen, von verschiedenen Produkten. Und das macht der Islam ja auch mit uns. Ja? Nur wir Menschen, wir machen das nicht so, wie es ist oder wie es sein soll. Ja, wenn ihr wollt, da sind ein paar Jungs, die da draußen mich begrüßen, wenn ihr ihnen entgegenkommen wollt. Ja, dann kommen wir zu unserem Kernthema, meine Geschwister. Wir, meistens oder oft in unserem Leben, verspüren wir Unruhe. Ja, wir spüren Unruhe, ob es wegen Streit oder wegen vielen, vielen anderen Sachen. Sachen, die dich dazu bringen, unruhig zu sein. Nicht nur Streit, wie gesagt, es kann auch Krankheit sein. Ja? Es kann Unzufriedenheit sein. Es kann sein, dass dein Vater gerade im Krankenhaus ist und der kämpft um sein Leben. Solche Fälle haben wir auch unter uns hier. Wir haben einen Mann, also einen Vater, der jetzt, also von unseren Geschwistern hier, der jetzt gerade um sein Leben kämpft, und seine Kinder sind natürlich extrem mit den Gedanken bei ihm. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Probleme und Schwierigkeiten und Nicht-Ausgeglichenheit. Dafür, meine Geschwister, gibt es wieder ein Gesetz oder es gibt eine bestimmte Vorgehensweise. Merkt sie euch, sagt man nachher. Diese Vorgehensweise lautet, wenn ich unruhig bin, ich gehe zum Koran, ja? Ich gehe zum Koran und hole mir bestimmte Verse daraus. Ja? In diesen Versen, meine Geschwister, stecken Gesetze. Ja, das Gesetz der letzten Woche mit der Vergänglichkeit. Wo haben wir das her? Aus dem Koran. Kullu man alayha fan. Alles, was auf ihr wird, ist vergänglich. Alles geht vorbei. Es gibt im Koran nicht nur diesen Vers, meine Geschwister, es gibt sehr, sehr, sehr viele Verse. Ich nenne sie zum Beispiel Verse, die zum Optimismus aufrufen oder die dir den Weg zum Optimismus zeigen. Ja? Genauso wie es Menschen gibt, die Tabletten nehmen. Wenn du Schmerzen hast, was machst du? Was machst du? Du nimmst Ibuprofen oder Paracetamol. Siehst du? Schmerzen, du willst deine Schmerzen mindern oder sogar abschaffen. Was machst du? Du nimmst eine Tablette. Ja? Und diese Tablette, meine Geschwister, das ist ein Instrument, das ist eine Tablette, das ist ein Medikament. Von wem ist es erschaffen worden? Von Menschen. Und diese Menschen sind von wem erschaffen? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Lösung und die Stärke der Problemlösung, von wem stammt sie? Von dem Menschen oder von demjenigen, der ihn erschaffen hat?
Von demjenigen, der ihn erschaffen hat. Das heißt, derjenige, der ihn gemacht hat und so gemacht hat, dass er dir deine Schmerzen innerhalb von einer halben Stunde wegnehmen kann, mit einer Tablette, ist er nicht in der Lage, deine viel größeren oder tieferen Schmerzen wegzunehmen? Natürlich. Hat er uns Tabletten gegeben? Nein, er hat uns was anderes gegeben. Er hat uns Tabletten in einer anderen Form gegeben. Was ist das? Der Koran. Und im Koran, meine Geschwister, das ist eine Apotheke. Sieh den Koran als deine Apotheke. Unser Problem ist nicht, dass wir die Apotheke nicht haben. Wir haben zig Apotheken zu Hause. Jeder hat sie. Das ist das Grüne, das ist das Blaue, das ist von Umrah, das ist von Hajj, das ist von dem, das ist von dem. Aber wir können aus dieser Apotheke, wir können nicht daraus die Medikamente, die richtigen Medikamente nicht rausnehmen. Wenn du zur Apotheke gehst, dann sagt der Arzt, du brauchst das und das. Und dann sagt dir der Apotheker, wie du sie einzunehmen hast. Stimmt's? Diese Tablette, wenn du musst sie 4 Stunden vor dem Essen oder du musst 4 Stunden also danach sie nehmen. Warum? Weil wenn du die Tablette zum Beispiel nimmst, was wird passieren? Das Essen, was in deinem Magen ist, die Tablette oder der Wirkstoff wird sich mit diesem Essen verbinden. Und dann haben wir keine Wirkung, weil das muss ja in dem Blut. Und dann, habt ihr mich verstanden? Der Koran ist auch so ähnlich zu verstehen. Wir haben, meine Geschwister, im Koran verschiedene Medikamente und Tabletten, beziehungsweise wir haben verschiedene Verse. Verse, die dich dazu bringen, dass du wieder deine Ruhe findest. Verse, die du benutzen kannst, wenn du Schmerzen hast, dass jemand für dich gestorben ist. Du bist gerade traurig, du kannst nicht schlafen, ja? Und diese Verse, meine Geschwister, wenn du sie gelesen hast und sie studierst, ja, du gehst in die Tiefe hinein und sie verstanden hast, dann wird zum Beispiel dein Problem, was du gerade hast, gelöst. Ja, das wird gelöst. Und deswegen muss jeder von uns, das ist der nächste Schritt, muss jeder von uns sozusagen ein Apotheker werden. Sein eigener Apotheker. Ja, das kann kein Chef für dich machen, das musst du machen. Nicht immer warten, ich lebe und dann renne ich zum Scheich und der sagt mir was und dann gebe ich noch 50 Euro. Mach ein Jihad für mich. Schau mal, wie lächerlich das ist. Ja, das du, ja. Lies bitte nicht mehr den Koran nur um Hasanat. Ja, nur um Hasanat. Wie viele Punkte habe ich? Hasanat. Was hast du davon, wenn du so viele Hasanat hast, aber du bist unglücklich? Du bist unzufrieden, aber Hasanat bis zum geht nicht mehr. Was hast du von so viel Geld, wenn du unglücklich bist? Was macht dein Geld? Letztens hat mir jemand erzählt, dieser Sänger ist gestorben. Der Sänger hat sich das Leben genommen. Das waren alles erfolgreiche Sänger. Sehr erfolgreich, sehr viel Geld. Und sie nehmen sich trotzdem das Leben. Sie töten sich selbst. Was hast du davon? Gar nichts. Ja, also diese Geschwister, diese Verse, die haben Kraft. Und haben Segen und haben Einfluss. Nur man muss wissen, sie einzunehmen. Wann, wie und die Herangehensweise. Ich mache mal ein Beispiel heute. Ja, und das ist nur ein Beispiel, meine Geschwister. Nicht, dass wir jetzt alle an diesem Beispiel hängen bleiben. Das muss erweitert werden. Wir haben zum Beispiel einen Vers. Und dieser Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die nach unseren Richtlinien sich anstrengen, diejenigen, die sich nach unseren Richtlinien anstrengen, was wird mit denen passieren? Wir werden, hört mal, wir werden sie, was noch? Gewiss, 100%, was auf unseren Wegen leiten. Al-Ankabut 69. Die Ameise, nicht die Ameise, die Spinne 69. Meine Geschwister, dieser mächtige Vers, also ich bezeichne es als ein Vers, der dich zum Optimismus wiederbringen kann. Das ist ein Vers, der dich beruhigen kann. Der kann dich extremst beruhigen. Wie geht das? Ganz allgemein, das hier, was ich nennen werde, das haben wir alle. Du hast ein Problem in deinem Leben, ganz allgemein. Egal was für ein Problem, du willst abnehmen, du willst länger schlafen, du willst mehr Geld verdienen, du hast Traurigkeit, du hast Eheprobleme, egal was du hast irgendetwas, was du in deinem Leben ändern möchtest, aber das schaffst du nicht. Und das seit Jahren.
Ich versuche und versuche und die Ehe geht immer nicht so, wie ich sie haben müsste. Ja? Dieser Vers zeigt mir den Weg und gibt mir die Hoffnung. Ja, das zeigt mir dieser Vers. Er zeigt mir den Weg der Lösung meines Problems. Man könnte die Predigt von heute so bezeichnen. Ja, die Herangehensweise der Lösung aller Probleme durch den Koran. Ja, dass ich habe irgendeinen Gedanke, den ich loswerden möchte. Irgendwas, was mich zu depressiv macht, zu mir Sorgen macht um meine Zukunft. Ja, dieser Vers kann mir dabei helfen. Weil wenn das alles passiert, ja, ich schaffe es einfach nicht, ich komme einfach aus dieser Situation nicht. Immer bin ich depressiv, immer und immer wieder. Das könnte zu Hoffnungslosigkeit führen, zu Yes, ja, dass ich hoffnungslos werden könnte. Dieser Vers kann dich wirklich aus dieser hoffnungslosen Situation herausbringen. Warum bin ich mir so sicher? لِأَنَّهَا وَعْدٌ إِلَهِي. Weil das ist ein Versprechen von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Hört euch mal den Vers. Gewiss, wir werden ihn gewiss, wohin? Unseren Weg. Und was ist der Weg von Allah subhanahu wa ta'ala? Wie sieht der Weg von Allah subhanahu wa ta'ala? Wie kann der nur aussehen? هذا وعد وعد يقول فيه الله عز وجل أنه من حاول وجاهد نفسه محاولا إرضاء الله عز وجل وأن يتصرف تصرفا صحيحا مبتعدا عما يضره فسوف ينجح في حياته في آخر المطاف. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers ganz klipp und klar, wer versucht, du musst versuchen, und ein Versuch mit Anstrengung, Jihad hat nicht immer mit Krieg zu tun. Wir haben sowas wie den heiligen Krieg, haben wir nicht. Ja? Wie im Islam, kein Krieg ist heilig. Der Islam sagt uns, wünscht euch keinen Krieg. Es gibt keine heiligen Kriege im Islam. Wer das den Namen erfunden hat, der soll sich damit auseinandersetzen und uns nicht Muslimen anlasten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich anstrengt, ja, wer sich anstrengt und versucht, sein Problem zu lösen, und der geht bei seinem Versuch, weil wie geht er, welchen Weg geht er? Er geht nach den Richtlinien von Allah subhanahu wa ta'ala. Er geht mit dem Thema richtig um und er will damit, was sind die Richtlinien Allah subhanahu wa ta'ala? Seine Richtlinien sind, ich will mir selber nicht schaden, ich will den Menschen um mich drumherum nicht schaden, ich will den Tieren nicht schaden, ich will den Pflanzen nicht schaden, ich will dem gesamten Universum nicht schaden, ja Allah, mit den Problemen, die ich gerade habe. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُعْطِيكَ. In diesem Fall wird dir Allah subhanahu wa ta'ala die Lösung geben. وَعْدٌ إِلَهِيٌ وَمُؤَكَّدٌ. Ein göttliches Versprechen, was richtig, also was heißt Muakkad, worauf Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Lanah, hört euch mal das an. Lanah diyannahum. Weißt du, was passieren wird? Lanah diyannahum, darin steckt, wir werden sie recht leiten. Du gehst so, dann sagt ihr, nein, hier, so geht's lang. Ja? Lanah diyannahum, es ist ein Einmischen. Lanah diyannahum. Es ist ein göttliches Einmischen. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Unsere Wege. تَأْكِيدْ أَنَّكَ سَوْفَ تَجِدُ وَتَصِلُ بِالْحَلِ. Eine Bestätigung, eine göttliche Bestätigung, dass du die Lösung finden wirst. Du wirst sie finden. Nicht durch Dua. Ja Allah, ich will abnehmen. Ja? Oder ja Allah, ich will erfolgreich werden. Und dann liegst du da wie eine Tomate. Das geht nicht. Du wirst die Lösung finden, wenn du Jihad machst, ja, Anstrengung, dass du dich anstrengst, was gibt es für Lösungswege, was muss man bei diesem Problem machen und entspricht das den Wünschen von Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort, ja. Kann sein, dass du einen Monat dafür brauchst, kann sein, dass du zwei Monate oder ein Jahr, walakin al-wa'du thabit. Wie lange das dauert, weiß man nicht, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Es hängt von dem Problem ab, es geht von deiner Herangehensweise ab, aber al-wa'd, dieses Versprechen steht fest. Dieses Versprechen ist göttlich und steht fest. Und der Tag, an dem du dein Problem, dieses Problem lösen wirst, wird kommen. Der Tag, an dem du mit dieser unschönen Gewohnheit aufhören wirst, der wird kommen. Ja? Und das hier, meine Geschwister, da geht es um alle Sachen, alles, was dir wehtut.
Merkt, versteht mich bitte, es geht um Schmerzen, es geht um Krankheiten, es geht um körperliche Schmerzen, es geht um seelische Schmerzen, es geht also Verhaltensweisen, dass du schnell zornig bist, dass du schnell ängstlich bist, dass du zu viel Geld ausgibst, dass du faul bist, ja? Du bist faul, dass du immer das Weave hast. Ich werde tun und du tust nie und du wirst nie erfolgreich. Da kannst du deine Ziele nicht erreichen. Jede Angelegenheit in deinem Leben. Oder du kannst während der Predigt einfach mit dem Handy nicht aufhören. Ja, auch eine Herangehensweise. Ayyu shay'in yudammiru hayatak. Also jede Sache, die dein Leben zerstören könnte oder hindern könnte, die dir im Weg stehen würde, dass du halt erfolgreich wirst, die kannst du zum Beispiel mit diesem Vers lösen. وَتُبَشِّرُكَ Allah subhanahu wa ta'ala يُبَشِّرُكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ سَيُوصِلُكَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَيُوصِلُكَ لِلْحَلِّ وَلَكِنْ إِذَا جَاهَدْ. Du wirst dein Ziel erreichen, aber wenn du dich angestrengt hast. Du willst eine Firma aufbauen, streng dich an. Du willst das und das machen, streng dich an. Du willst eine glückliche Ehe haben, streng dich an. Du willst nette Kinder haben, streng dich an. Bei jeder Sache musst du dich anstrengen. Ja? Und danach misst dich Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الزاكديس und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung, so bittet ihn um Vergebung und er wird uns inshallah vergeben. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا كشفت أحد أوش داس أن يا hört euch das an und lasst uns mal gemeinsam eine Minute des sich Schämens ja zelebrieren. في الآية نقطة ربانية جميلة. In diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, da ist so ein glücklicher Hinweis, was ganz 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 schönes. Ja, was wirklich extrem zeigt, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja, sogar Gott, also Allah, der uns erschaffen hat, wie er mit uns umgeht und wie er mit den Menschen umgeht. Ja, ja, ein Vers, in dem gezeigt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Diktator ist. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagt, es gibt nur diese Aussage und das war's. Na, der kommt sich gerade lächerlich vor. Wie auch unter uns Muslimen, ja, die sind in die Richtung und es gibt nur diese Meinung. Alles andere ist Haram. Kennt ihr das? Hört euch mal den Vers jetzt nochmal anders als vorher. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Da sind Menschen, die Probleme haben und die Lösungen suchen und die sich anstrengen müssen. Was sagt er ihnen? لَنَهْدِيَنَّهُمْ Wie werden sie wohin recht leiten? Ja? Subulana. Was will ich ihnen zeigen? Hat er gesagt, ich werde ihnen meinen Weg zeigen? Weißt du noch, wenn du Vater bist? Hier in diesem Haus gibt es nur diesen Weg. Wer will? Bitteschön, wenn nicht, raus. Es gibt nur einen einzigen Weg. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Es gibt verschiedene Wege. Ihr braucht keine Angst zu haben. Für dich gibt es einen Weg. Für dich, für dich, für jeden gibt es einen Weg. Es gibt nicht nur einen einzigen Weg, den du zu gehen hast. Nein, keine Sorge. Weil jeder Mensch ist was? Anders. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch braucht einen anderen Weg, braucht eine andere Geschwindigkeit, braucht andere Umstände. Es gibt nicht nur eine Vorgehensweise. لَمْ يَقُلْ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا. Ja, das wäre islamisch. Dann werden wir sie in unserem Weg
Nein, unsere Wege. So viel Barmherzigkeit und so viel Großzügigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala ist normalerweise der Einzige, der sich das erlauben kann. Wer will hier, wer nicht will, ja, Pech gehabt. Das ist Gott. Und er macht das nicht. طرق حل المشاكل والتعامل معها متعددة ومختلفة من شخص لآخر. Lern das bitte, meine Geschwister. Du kannst nicht in deiner Ehe erfolgreich sein wollen, weil du dich für einen bestimmten Weg entschieden hast. Und wer diesen Weg nicht gehen möchte, kriegst du mit mir zu tun. Ja? Das ist nicht mal Allah subhanahu wa ta'ala macht das. Die Lösung der Probleme, es gibt nicht nur eine Herangehensweise, sondern verschiedene. As-subulu ila Allah subhanahu wa ta'ala mutaaddida. Ja? Also schränkt nicht etwas ein, was Allah subhanahu wa ta'ala so extrem erweitert und vergrößert. Nafsul Mushkila, das gleiche Problem. Er hat das Problem und er hat das Problem. Aber ich kann nicht von ihm verlangen, dass er das Problem genauso löst, wie er es gemacht hat. Geh auf die Menschen ein. Was muss mir das beibringen? Was muss ich lernen? Ich muss lernen, einfühlsam zu sein. Ich muss lernen, empathisch zu sein. Ich muss zur Ruhe kommen. Wenn ich nur am Reden, ich kann nicht zur Ruhe kommen. Ein Mensch, der nur ständig sendet, der kann nicht empfangen. Und wenn du nicht empfangen, wenn du nur am Befehle erteilen bist, du kannst nichts empfangen, du kannst die Menschen um dich drumherum nicht verstehen, deine Kinder nicht verstehen, deine Frau nicht verstehen, deine Mitarbeiter nicht verstehen, du kannst deine Umwelt nicht verstehen. Du bombardierst dich. Du sendest, sendest, bis du nichts mehr senden kannst. Das Senden ist eine Kraft. Das benötigt Kraft. Es bleibt bei dir nichts. Du bist nur am Bestrahlen. Und was ist mit dir, du armer Mensch? Wer kümmert sich um dich? Wie viel Kraft, wie viel lässt du dir übrig? Torokon, es gibt verschiedene Wege, wie ich mit Depression aufhöre. Es gibt verschiedene Wege, wie ich abnehme. Es gibt verschiedene Wege, wie ich zu einer glücklichen Ehe komme. Es gibt verschiedene Wege, wie ich mit dem Rauchen aufhöre. Der eine mit dem Rauchen, er hat was, weiß ich, er ist zu einem Psychologen gegangen, hat, wie nennt man das, dieses Halbschlaf, wie heißt es nochmal? Hypnose gemacht und er hat damit aufgehört. Der andere hat diese Entscheidung von alleine getroffen. Verlangt nicht von den Menschen, ja, dass sie, ja, daher meine Geschwister, was ist jetzt die Zusammenfassung der heutigen Predigt? Wir gehen mit dem Koran nicht richtig um. Wir haben kein Konzept, ja, Manhaj. Uns fehlt Al-Manhajir, uns fehlt die richtige Herangehensweise. Und deswegen sind wir da nicht erfolgreich in unserem Umgang mit dem Koran. Wie soll das jetzt passieren? Das passiert nämlich so. Also wenn wir da überhaupt den Koran benutzen, wir bleiben und irgendwann mal haben wir ein Problem. Irgendwelche Sorgen, also ein Schmerz, ein Problem. Was sagt man uns? Lies Koran. Du sollst Koran lesen. Und dann, du bist wirklich in einer Situation, in der schwierigen Situation, du hast keine, dann nimmst du den Koran in die Hand und fängst an, Koran zu lesen. Dann machst du den Koran auf, du bist gerade traurig. Ja, du bist gerade traurig, du bist am Ende kaputt. Was machst du? Du machst eine Suche auf, es geht um Scheidung. Ja, dann bitteschön. Du hast Angst, geschieden zu werden und dann, du machst Scheidung. Okay, Allah hat mir vorgeschrieben, geschieden zu werden. Ja? Oder die schlimmen Sachen, die passiert sind, die ich selbst erlebt habe, jemand von uns. Ja? Du gehst und du sagst jemandem, damit du siehst, diese Minhajia fehlt, diese Herangehensweise, dieses Verständnis. Du sagst ihm, wir sind bei einer Geburtsfeier, lies uns aus dem Koran. Was liest er uns aus dem Koran? Er liest uns aus Jahannam, wie Jahannam ist. Ja? Wie die Menschen kochen werden. Das bei einer Geburt, das sind ganz klare Hinweise, dass diese Umma, ja, dass wir die Herangehensweise, den Umgang mit dem Koran nicht beigebracht bekommen haben. Man hat uns nur beigebracht, eine Buchstabe, eine gute Tat. Mehr nicht, was ja auch stimmt. Aber wir sind nicht weitergegangen. Wir haben den Menschen nicht gezeigt, wofür der Koran wirklich da ist. Die Apotheke des Korans haben wir nicht verstanden, nicht gesehen. Daher, yajibu alayna an nata'am, wir müssen das lernen, wie wir damit mit dem Koran, dass wir eine Herangehensweise erlernen, meine Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, hat er den Koran herabgesandt, einfach nur so? Hat er den Propheten, wann hat er ihm, denken darüber nach, wann hat er ihm die Verse herabgeoffenbart, die um Traurigkeit zu tun haben, herabgesandt? Als der Prophet traurig war.
Dann hat Asbab Nuzul al-Aya, die Gründe, warum ein Vers geoffenbart worden ist, dann hat er ihm diese Verse gegeben. Als Al-Hijra gemacht hat von Mekka nach Medina, hat er ihm die Verse über Talaq, über die Scheidung geoffenbart? Nein. Al-Ladina Hajaru, diejenigen, die Hijra gemacht haben, das hat er gemacht. Als sie bei dem Krieg von Uhud verloren haben, was hat er ihnen geoffenbart? Ja? Wie man das Riba haram ist? Nein, er hat ihnen geoffenbart, was. Habt ihr mich verstanden? Das heißt, alles zum richtigen Zeitpunkt. Daher für dich, mein Bruder, meine Schwester, nimm ab jetzt den Koran, lies den Koran und ordne deine Apotheke. Verse für die Traurigkeit, Verse für die Angst, Verse für Schmerzen, Verse dafür, du bist vorbereitet. Das nächste Mal, wenn so ein Fall eintritt, was denkst du? Erstmal, alles ist vergänglich. Haben wir gelernt? Alles ist vergänglich. Und was noch? Ich nehme das passende Medikament. Ich nehme mir die richtige Sure. Ich nehme mir den richtigen Vers daraus und ich nehme die Tablette. Ja? Das ist die richtige Hereingehensweise, meine Geschwister. Keiner sagt dir, dass du den Koran nicht vom Anfang an bis zum Ende lesen sollst. Das ist in Ordnung, so ist ja richtig so, dass da eine Regelmäßigkeit drin ist. Aber ordne deine Apotheke. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammadin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واملأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة